super, meine Hobelbank ist fertig. Wie bekomme ich das jetzt fest? Ich guck mal im Internet. Ah, Jonas hat immer die coolsten Sachen. HNT Gordon. Ah, super, das Ding sieht doch geil aus. Da kann ich in jedem Winkel was einspannen. 2358 australische Dollar? Der Typ spinnt. Holz in jedem Winkel einfach so befestigen zu können. Das wäre doch der Hammer. Das würde die Arbeit wirklich maximal erleichtern. Aber da gibt es ein Problem. 2300 australische Dollar, das sind 1400 Euro. Das ist mir ein bisschen zu viel. Denn eins kann ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe hier eine ganz wunderbare Benchcraft-Vorderzange und da vorne auch eine von HNT Gordon. Aber die Dinger sind schweineteuer und ich weiß nicht so genau, ob das wirklich sein muss. Kann ich nicht das Gleiche auch günstiger haben? Das ist eine Frage, die ihr euch stellt, die ich mir in diesem Fall auch stelle. Und die Antwort ist, vielleicht in diesem Paket. Denn hier drin ist das hier. Es ist gelb, so wie meine Jogginghose. Das ist schon mal gut. Wir gucken uns das an und schauen, was das kann. Toller Reim. Oh. So. Hier ist das Wunderwerk der Technik mit unglaublich vielen guten Bewertungen bei Amazon. Stanley ist jetzt nicht unbedingt eine Firma, mit der ich irgendwie gute Erfahrung habe, aber das Ding soll, wie die Bilder hier zeigen, möglich machen, alles in jedem Winkel einzuspannen. Und genau das probieren wir jetzt aus. Die Pappe kommt ab. Hallo? So, eine Sache sieht man jetzt natürlich sofort. An meine Werkbank passt das nicht. Einfach weil wir das hier nicht dran spannen können. Wir könnten das jetzt an ein Brett spannen, was wir an die Werkbank spannen. Schluss damit. Wir haben noch eine andere Werkbank. Das hier probieren wir jetzt einfach an einem dünneren Tisch aus. Wir haben passenderweise diesen Werktisch letztens gebaut. Und da können wir das ganz einfach dran schrauben. Und das ist auch ziemlich fest. Das Schöne ist, das könnten wir jetzt natürlich überall an allen Seiten festschrauben. Und wenn wir es nicht brauchen, oh Gott, das war ein bisschen zu fest, auch einfach wieder lösen. Der eigentliche Clou ist jetzt natürlich, dass wir dieses Ding, also da, wo wir später unser Holz einspannen, komplett frei bewegen können. Wir können das sogar so runterklappen. Was man sofort sieht, das Ding hat einiges an Spiel, aber wir können es zusammendrehen. Wir können auch unser Holzbrett da einmal einspannen. So. Das ist jetzt da drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wie fest kriegen wir diese Kugel festgespannt? Was man, während ich hier drehe, vielleicht schon sieht, ist, das Ding ist ganz schön schmuddelig. Hübsch ist was anderes, die Verarbeitungsqualität ist nicht so doll, aber wir wollen ja wissen, oh nein, jetzt häng ich hier fest, kriegen wir das fest? So. Das ist fest. Oh Gott. Mit ganz viel Gewalt. Oh Gott. Oh, jetzt habe ich das ganze Ding gelockert. Moment. Das ist fest. Das Teil sieht schrecklich aus, was die Verarbeitung angeht. Aber das ist wirklich übertrieben fest. Also ich kann es eher vom Tisch lösen, als dass ich das Ding drehen kann. Aber Jones, warum sollte ich mein Holz so einspannen wollen? Zuallererst mal ist das ja nur eine Möglichkeit. Wir können unser Holz ja auch genauso einspannen, wie bei jeder anderen Vorderzange auch. Aber wenn wir unser Holz jetzt so wie hier einspannen, dann macht das bestimmte Bearbeitungsschritte einfach einfacher. Wenn ich diese Kante hobeln will, A, ist das Material jetzt höher. Das heißt, ich kann viel besser sehen, was ich hier eigentlich mache. Und man sieht, ich habe eine relativ gute Kontrolle darüber. Das Gleiche ist natürlich auch der Fall, wenn ich zum Beispiel bohren möchte in einem bestimmten Winkel oder etwas in einem bestimmten Winkel absägen möchte. Dann ist es einfach, wenn ich mit der Säge
gerade säge, also in 90 Grad, und einfach mein Material schräg einspanne. So kann ich die gleiche Muskelbewegung machen wie sonst beim Sägen, nur das Material hängt anders. Und in diesem Fall mega fest. Ich hätte das nicht erwartet, dass das so fest ist. Ich kann eher das Gummi abziehen. Oh Gott, was habe ich getan? Es tut mir leid, Stanley. Oh, die Gummibacken sind nicht so der Knaller. Aber es ist übertrieben fest da drin. Ich habe das hier noch nicht mal angeknallt. Oh Gott. Das, was ich gerade gesagt habe, schauen wir uns jetzt noch mal als Beispiel an. Ich säge jetzt einfach mal gerade und wir gucken, ob sich das doll bewegt oder nicht. Wichtig, das ist ein relativ leichter Tisch, auf dem das Ganze jetzt ist. Obwohl es gewackelt hat, ist alles fest und der Schnitt ist super sauber. Hier wartet schon jemand auf seinen Abschnitt. Möchtest du den haben? Hier? Bitteschön. Wenn wir jetzt hier so einen Winkel sägen wollen, spannen wir uns das Stück einfach so ein, dass unser Schnitt relativ gerade ist. Ich kann also gerade sägen, säge aber schief. Es hat auch jetzt wieder gerattert und gerumpelt, aber der Schnitt ist absolut clean geworden. Und das ist halt echt das Ding. Bei jeder normalen Vorderzange, an jeder normalen Werkbank, gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. So oder so. Alles andere ist schon ziemlich blöd. Wenn ich jetzt aber genau hier in diese Kante reinbohren möchte, kann ich mir das hier einfach genauso einspannen. Ich kann alles machen, was ich will. Und ich kann ja theoretisch sogar noch weiter gehen. Ich kann ja das Stück dann immer noch in einer anderen Neigung hier einspannen. Und ich kann das Teil überall mit hinnehmen. Ich kann an jeder Werkbank, an jedem Tisch arbeiten. Und das ist einfach absolut geil. Einfach, weil es mir die Möglichkeit gibt, so zu arbeiten, wie ich das will. Das Teil kostet 28 Euro. Es sieht absolut grausam aus. Es ist komplett lieblos verarbeitet. Ach, es ist scheißegal. Es macht das, was es machen soll. Wir können Holz in jedem erdenklichen Winkel einspannen. Und es ist einfach brutal fest. Es wackelt der ganze Tisch, nicht die Zange. Und das ist wirklich gerade auch für Anfänger absolut geil. Und auch für Profis, ehrlich gesagt. Gerade sägen ist das beste Beispiel. Oder gerade bohren. Wenn ich jetzt in diese Kante hier reinbohren möchte, dann könnte ich das an einer normalen Werkbank nur so machen. Müsste ich jetzt hier schon wieder schief stehen und irgendwie da reinbohren oder so und dann wieder schief. Aber mit dem Ding kann ich mir das einfach komplett frei ausrichten. Das für 28 Euro. Und das Beste ist, meine Vorderzangen drüben, sie einfach ausbauen kann ich vergessen, weil sie fest am Tisch dran sind. Ich kann die nicht einfach entfernen. Das ist das Geilste hier dran. Wirklich. Das ist ein Riesenvorteil. Ich möchte das Ding nicht benutzen. Schon ist es weg. Ah, ich möchte es benutzen. Also falls ihr eine Vorderzange sucht, das Ding kann mehr als eine normale Vorderzange. Und das ist super, weil ihr so in jedem Winkel arbeiten könnt. Und das macht mir auch viel Freude. Das ist das Ende. Ich sag nichts anderes. Hier, noch ein Stück Käse für den Hund. Komm, Hund. Wir bauen die anderen Dinge ab.